In dem heutigen Video habe ich 15 Tipps mit dabei, wie du als Schüler Geld verdienen kannst. Viel Spaß dabei! Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich, wie gesagt, 15 schülergerechte Jobs mit dabei. Doch vorab möchte ich ein, zwei Worte dazu sagen, denn ich habe ein bisschen mit mir selber gehadert, ob ich dieses Video überhaupt mache. Meiner Meinung nach ist, wenn du Schüler oder Student bist, dein Studium oder aber deine Schule dein Hauptjob. Das sollte erstmal klar sein. Doch, naja, auch in meinen Augen ist es aber dann gar nicht so verkehrt, nebenbei in schülergerechten Jobs sich noch ein paar Euros dazu zu verdienen. Du lernst dann nicht nur Fähigkeiten wie Disziplin, Fleiß, sondern auch vielleicht eine Wertschätzung für Geld. Ich weiß, dass wir in einer Gesellschaft leben, in dem das Thema Geld verdienen oder Geld haben überhaupt total verpönt ist. Doch meiner Meinung nach ist Geld an sich erst einmal komplett gar nichts Schlechtes, sondern eher fast etwas Neutrales. Es gibt so, ja, so altbekannte Sprüche wie Geld macht nicht glücklich. Aber eins kann ich dir sagen, kein Geld macht ganz schnell unglücklich, wenn du deine Miete irgendwann nicht zahlen kannst und so weiter und so fort. Und naja, ein weiterer Spruch, der ganz weit verbreitet ist, ist Geld verdirbt den Charakter. Auch da möchte ich komplett widersprechen, denn in meinen Augen verdirbt Geld nicht den Charakter, denn wenn du einem guten Menschen Geld gibst, viel Geld sogar, dann wird er tendenziell auch gute Dinge damit tun. Wenn du einem schlechten Menschen Geld gibst, dann wird er wahrscheinlich auch viele schlechte Dinge damit tun. Für mich ist Geld nichts anderes als eine Art Tauschmittel und finanzielle Freiheit ist etwas Wunderbares, die man sich irgendwo verdienen kann, muss man nicht, aber kann. Und falls du jetzt einfach nur wissen möchtest, wie du diese Jobs bekommst, dann bist du jetzt hier heute genau richtig. Wir fangen an mit dem ersten Tipp. So, die erste Rubrik sind die sogenannten Promotion Jobs. Diese Promotion Jobs, die beruhen eigentlich meistens darauf, dass du irgendwie ein paar Flyer für irgendwelche Veranstaltungen verteilst. Dazu brauchst du gar nicht so viel Zeit. Wenn du ein bisschen ausgequatscht bist, gib dir diese jeweilige Firma oder ja diese Menschenmenge, diese Gruppe ein paar Flyer in der Hand und du bringst einfach dann diese Flyer unter die Leute und verdienst dir dadurch ein paar Euros nebenbei. Als nächstes habe ich den Job des Kellners mit dabei. Ich persönlich habe selber gekellnert im VIP-Bereich eines Fußballclubs. Mir hat diese Arbeit tendenziell Spaß gemacht, auch wenn ich sagen muss, dass im Verhältnis zu den anderen Jobs, die ich ausgeführt habe, das Kellnern dann doch relativ schlecht bezahlt wird und relativ anstrengend ist. Das Gute beim Kellnern ist aber, wenn man es richtig anstellt, dann verdient man eigentlich das Geld nicht durch das Kellnern an sich, sondern eher aber durch das Trinkgeld. Ja, ganz weit verbreitet ist sicherlich das Austragen von Zeitungen. Ich persönlich durfte als Teenager definitiv keine Zeitung austragen. Meine Eltern haben es mir nun mal verboten, da sie da ein paar Risikofaktoren gesehen haben, die mir mittlerweile auch ganz bewusst sind. Ich habe es dennoch der Vollständigkeit halber hingeschrieben. Manche verteilen auch irgendwie die Zeitung dann nicht morgens um 5 oder so, sodass du da auf jeden Fall nicht mit deiner Schulzeit ja in Berührung kommst. Aber ich glaube auch, das Zeitungsaustragen ist tendenziell eher noch schlechter anzusehen als das Kellnern. Denn du wirst dann, wenn du zum Beispiel auf dem Dorf wohnst, musst du ganz, ganz weite Strecken zurücklegen, damit du überhaupt irgendeine Zeitung ja los wirst. In einer größeren Stadt, wie jetzt hier zum Beispiel Dortmund, ist das sicherlich etwas anderes und auch deutlich leichter verdientes Geld. So, du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das Hauptgeld, in Anführungsstrichen, oder der leichteste Job für mich, das Geben von Nachhilfe war. Selbst als Schüler kannst du schon Nachhilfe geben, denn tendenziell erst, wenn du irgendwie in der 7., 8., 9. oder 10. Klasse bist, wirst du immer mal wieder Schüler finden, die ein, zwei Klassen unter dir sind und vielleicht dann in einem Fach Schwierigkeiten haben, in dem du ganz gut bist. Dann kannst du dir ganz sicher sein, dass das Nachhilfe geben erst einmal mehrere Vorteile mit sich bringt. Erst einmal ist das Geld nicht sonderlich hart verdient, also körperlich nicht hart. Zweitens, geht so eine Nachhilfestunde tendenziell nur 60 oder 90 Minuten. Und das dritte ist, deine Inhalte der unteren Stufen oder Klassen werden immer wieder aufgefrischt, sodass du immer am Ball bleibst und Stoff nie wieder vergessen wirst. Als fünften Tipp habe ich die Nachbarschaftshilfe mit dabei. Nachhilfe zählt vielleicht auch indirekt dazu, doch so Nachbarschaftshilfe hat noch ein paar andere Punkte drin, wie zum Beispiel Babysitting, wie zum Beispiel die Gartenarbeit beim Nachbarn machen, wie zum Beispiel eine ältere Nachbarin vielleicht fragen, ob man sie beim Einkaufen unterstützen kann. All das ist relativ leicht verdientes Geld und die meisten Nachbarn, wenn dann ein Jugendlicher mir ankommt, sagen dann tendenziell nicht nein, sondern freuen sich eher über diese Hilfe. Wie man relativ leicht an Geld kommen kann, ist es auch alte, unnötige Dinge, die vielleicht noch funktionsfähig sind, die dich einfach nicht mehr interessieren, auf eBay Kleinanzeigen oder auf eBay einfach zu verkaufen.
Denn wenn du immer über die Jahre hinweg alles ansammelst, dann zermüllst du nicht nur dein Zimmer, sondern du hast dort auch Wertgegenstände liegen, die anderen Menschen eine Freude machen könnten, die dich aber überhaupt nicht mehr interessieren. Das heißt, geh einfach mal deine Sachen durch, sprech das aber bitte natürlich vorher vielleicht mit deinen Eltern ab. Nicht, dass du da irgendwie all deine Klamotten verkaufst und danach irgendwie nackt zur Schule gehen musst. Nein, ich meine damit wirklich unnötige Dinge, die einfach für dich gar keinen Nutzen mehr haben, dass du diese versuchst, für ein paar Euros loszuwerden. Das wird dich freuen, das wird dann auch den neuen Besitzer freuen und du entrümpelst auch genau auf diese Weise sogar noch dein Zimmer. Das heißt, du hast mehr Ordnung, mehr Platz, weniger Chaos, weil ich es dich vom Lärm ablenken könnte. Als siebten Tipp habe ich die Pfandflasche mit dabei. Ich glaube, du weißt sicherlich, dass jede Flasche, die irgendwie auf der Straße liegt, eigentlich Geld ist, welches dort liegt. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn man sich mal 1-2 Stunden Zeit nimmt, das Ganze dann vielleicht sogar noch taktisch klüger angeht, dann vielleicht sogar in die Innenstadt fährt oder vielleicht mal zu so einem Stadion beim Spieltag fährt, dass man sich da ein ganz gutes Sümmchen zusammensammeln kann. Und das Gute beim Pfandflaschen zum Beispiel, beim Einsammeln von Pfandflaschen ist sogar, dass du dir dabei sogar lernen kannst. Du könntest dir ja zum Beispiel wichtige Inhalte aus deinem jeweiligen Fach als Audio aufnehmen auf dein Handy und währenddessen sogar noch was für die Schule tun. So, als achten Tipp habe ich etwas speziell für die Menschen dabei, die eher vom Land kommen. Denn ich weiß ganz genau, auf dem Land sind viele Bauern und viele Bauern suchen ganz gerne mal ein paar arbeitswillige, helfende Hände. Das heißt, du könntest doch einfach mal zu dem nächsten Bauern gehen und fragen, ob du dort ein bisschen helfen kannst, ob du irgendwas fegen kannst, ob du ihnen Stall ausmisten kannst. Übrigens auch, wenn du nicht vom Land kommst, sondern aus der Stadt. Hier sind auch ganz viele Pferdeställe, zum Beispiel hier in Dortmund oder Bochum, kenne ich einige. Und dort kannst du dir auch den ein oder anderen Euro dazu verdienen. Beim Ausmisten kannst du sogar auch noch weiter lernen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist etwas, was sicherlich dir den ein oder anderen Euro bringen könnte. Als neunten Punkt habe ich irgendwie dieses IT-Zeug mit dabei. Wenn du irgendwie fit bist, was den Computer angeht, du kannst zum Beispiel eine Homepage programmieren, du kannst Apps entwickeln und so weiter und so fort. Das gerade heutzutage wird es immer weiter gesucht. Natürlich brauchst du dafür genau diese Fähigkeiten. Wenn du es noch nicht kannst, es dich allerdings interessiert, dann solltest du da auf jeden Fall dich weiter schulen, sodass du das irgendwann anbieten kannst. So, als zehnten Tipp habe ich altes Aufpolieren mit dabei. Erstmal muss ich dazu wahrscheinlich 1-2 Wörter sagen, was ich damit meine. Du musst es einfach mal folgendermaßen sehen. Manchmal bin ich zum Beispiel auf dem Flohmarkt unterwegs und ich sehe ein Fahrrad, welches für 10 Euro angeboten wird. Dann kann man doch dieses Fahrrad für 10 Euro kaufen, es ein bisschen aufpolieren, vielleicht ein bisschen die Bremsen nachziehen, die Lichter bearbeiten, es säubern und dann, wenn du dann das Ganze ein bisschen schlauer anstellst, kannst du es zum Beispiel für 15 oder 20 Euro wieder verkaufen. Unterm Schnitt hast du damit sicherlich dann Gewinn gemacht und wirst den ein oder anderen Euro so dazu verdienen können. So, als elften Tipp habe ich Trainer, Schiedsrichter oder Sonstiges mit dabei. Ihr habt bestimmt Sportvereine bei euch in der Nähe und im Optimalfall bist du selber in diesem Sportverein tätig und ganz gut darin. Dann frag doch mal, ob du zum Beispiel in der Jugendabteilung selber trainieren kannst, ob du selber als Schiedsrichter auftreten kannst. Na klar, muss man dafür 1-2 Scheine machen, soweit ich das zumindest weiß, aber danach wirst du danach regelmäßig dadurch Geld verdienen können. Als zwölften Punkt habe ich mit dabei, das an der Kasse arbeiten oder im Lager. Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Geschäfte bei euch in der Nähe habt, sei es jetzt nun ein Discounter, sei es irgendwas anderes, dann geh doch mal in diese Geschäfte rein und frage, ob du dort an der Kasse arbeiten darfst. Falls die Nein sagen, wenn du noch zu jung bist, dann such dir am besten größere Geschäfte aus, wo du einfach vielleicht sogar im Lager einfach nur ein bisschen mithelfen kannst. Zum Beispiel neue Produkte einräumen, neue Produkte ausräumen und so weiter und so fort. Ja, eng mit dem 12. Tipp ist auch der 13. Tipp verbunden, nämlich Inventur. Alle Firmen machen regelmäßig eine Inventur. Das heißt, der aktuelle Lagerbestand wird einfach nur durchgezählt. Und genau für diese Inventurarbeiten suchen sie eigentlich immer Aushilfen. Das heißt, das wird dann meistens an einem Samstag sein für ein paar Stunden. Dort kannst du dich dann einfach mal nachfragen, wann machen sie die nächste Inventur. Und wenn sie die Inventur machen, könnten sie mich nicht irgendwie anschreiben. Ich würde ihnen super gerne behilflich sein. Das ist tendenziell eine relativ einfache Arbeit, die recht gutes Geld sogar meistens bringt. Als vorletzten Punkt habe ich Musiker oder Tänzer mit dabei. Wenn du wirklich gut im Tanzen bist und zum Beispiel Hip-Hop-Tanz machst, dann spricht doch nichts dagegen, gerade meistens Hip-Hop-Tanz funktioniert ja häufig eher mit ein paar mehr Leuten, dass ihr euch in die Stadt hinsetzt, dort eine coole Show sozusagen entwickelt und diese dann vorführt. Wenn die Show wirklich gut ist und ihr nicht dann irgendwie doof, wie es manche andere Menschen machen, euch blamiert sozusagen, dann bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass man damit recht gutes Geld verdienen kann.
So, als letzten Tipp habe ich das Putzen mit dabei. Mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich das Babysitten gar nicht aufgeschrieben habe. Wir machen das jetzt so, Putzen slash Babysitten. In einer Nachbarschaft gibt es bestimmt die eine oder andere Familie, die zum Beispiel Kinder haben. Dort kannst du doch einfach mal nachfragen, ob die noch einen Babysitter suchen. Das Babysitting ist sogar recht einfach verdientes Geld, wenn die Kinder denn nicht ganz so dolle Rotzlöffel sind. Denn tendenziell werden diese Kinder zu einer bestimmten Uhrzeit hingelegt und schlafen dann einfach. Und du sitzt dann wahrscheinlich im Wohnzimmer, kannst Fernsehen gucken, kannst sogar die Zeit sinnvoll nutzen und noch für die Schule was tun. Natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie keine Familien mit kleinen Kindern in der Nähe habt, kannst du allerdings auch mal nach älteren Damen gerade suchen, die vielleicht die ein oder andere Hilfe im Haushalt brauchen. Das waren jetzt 15 Tipps und eine Frage, die immer wieder gestellt wird, wie komme ich denn an diese Jobs ran? Naja, da gibt es viele Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel deine Social Media Kanäle dazu nutzen. Du könntest allerdings auch auf eBay Kleinanzeigen gucken oder aber Freunde und Bekannte einfach mal nachfragen, ob sie nicht jemanden kennen, der jemanden kennt. Andererseits kannst du auch garantiert mal, gerade was die Firmen angeht, ja mal ins Telefonbuch gucken oder wenn du den nächsten Bauern suchst oder den nächsten Reitstall suchst und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite, die du einfach mal abarbeiten kannst oder abfragen kannst quasi, sodass du dann zu deinem richtigen Job kommen kannst. Und naja, wenn du dann das Geld verdient hast, eine kleine moralische Sache am Ende, die muss natürlich noch kommen. Sieh zu, dass du das ganze Geld nicht irgendwie unnötig ausgibst, dass du vielleicht einen kleinen Teil davon sparst, einen kleinen Teil davon investierst. Natürlich am besten in dich selber, das heißt in Bücher, in Seminare oder sonstiges. Und ja, das war's von mir für heute. Ich hoffe, dass dir diese 15 Tipps geholfen haben. Wenn du selber als Schüler arbeitest und du noch andere Tipps hast oder selber davon etwas machst, dann schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Das würde mich mal megamäßig interessieren. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen schönen Tag.